I got a creak in my neck, limp in my step, cramping in my muscles every time I try to flex. Hi und willkommen zurück zu Season After Falls. In der letzten Folge haben wir endlich geschafft, diesen Stein vom Blizzard zu befreien von den Ranken. Die eine ja schuld war, die eine Knospe. Und ja, eigentlich waren wir jetzt eigentlich hier auf dem Weg. Was? Ich habe die Knospe zu suchen. Genau. Boah. Wow. Ups. Wieso also wollte gerade nicht springen. Wow. Oh, was ist hier passiert? Kann man die Jahreszeit hier nicht ändern? Okay. Ich weiß. Ah, warte mal. Was geht hier vor? Wer ist da? Hey, wie bist du hier reingekommen? Mein Schatz! Sieh nur, was du angestellt hast! Du hast einen meiner Schätze zerbrochen! Du hast hier nichts zu suchen! Verschwinde! Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Was ist passiert, Fuchs? Hast du die Knospe gefunden? Ich sehe sie nirgendwo, aber ich beginne, ihre Präsenz zu spüren. Mir scheint sogar, dass ich ihre Stimme gehört habe. Sie muss dort versteckt sein, im Herzen des Heiligtums. Drei weitere Steine der Winde wurden mit Siegeln versehen. Ich brauche wirklich dringend deine Hilfe, Fuchs. Während du die Steine befreist, werde ich mich konzentrieren und versuchen, die Knospe zu finden. Ah, okay, wir müssen diese Dinger da kaputt machen, wenn wir da sind. Okay, jetzt machen wir uns mal zum Winter auf, weil das, ich meine zum Herbst. Das war ja auch noch relativ einfach gewesen, dorthin zu gelangen. Und zum Sommer direkt. Zum einen, da direkt danach. Weil die waren noch relativ einfach gewesen, die zu bewältigen, die zwei. Nur der Frühling war etwas schwerer ranzukommen. Aber ich denke, beim Frühling wird es auch nicht, nicht so schwer sein. Warte, das war ja jetzt hier, ne? Das war doch hier. Müssen wir laufen? So, wo ist der nächste Stein? Das Schlammloch. Ups. Da habe ich mich vertan. Ich habe total vergessen, dass wir da rüber müssen. So, zack und zack. Ich will manchmal nicht. Der Fuchs will manchmal nicht springen. Das ist doof. Na, wo sind die? Oder wo ist der Stein, eher gesagt?
Muss man bald langsam kommen, oder nicht? Dieser Stein beherbergt den lautesten und stürmischsten der vier Winde, den Mistral. Nur die Spitze des Steins ist sichtbar. Der Rest wurde unter der Erde vergraben. Das ist nun wirklich nicht normal. Durchforste die Umgebung, Fuchs, und finde heraus, was den Stein festhält. Also, das heißt, wir müssen jetzt mal rausfinden, was diesen Stein festhält. So, schauen wir mal nach. So. Ah! Was kann ich sagen? Okay. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Was ist hier? Okay, das heißt, der nächste Stein müsste hier in der Nähe eigentlich sein. Okay, der schläft. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Komm, lauf. Ich glaube, ich kann dich gerade gebrauchen. Na, hüpfte drauf. So. Diesen Stein haben wir schon ausgelöst. Kann man den noch gebrauchen irgendwo? Das ist so ein dumpfes Gefühl, dass hier oben doch nicht. Ich dachte gerade, hier oben wäre auch sowas. Sagen. So, jetzt haben wir die nächste Qualle befreit. Was macht die da jetzt? Okay, jetzt kann ich mich so hin und her porten. Unterboden. Okay, jetzt bin ich im Unterboden. Das ist jetzt mal... Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Genau. Lauf. Dich kann ich gebrauchen. Kann ich doch nicht gebrauchen, muss ich doch. So, jetzt versuche ich mal hier. Da oben lang. Erstmal. Also, ich weiß jetzt nicht, wo lang wir müssen. Das ist ja...
So, jetzt versuche ich mal. Das heißt, da kommen wir wieder zurück. Okay, das heißt, da kommen wir schon mal nicht lang. So, jetzt versuche ich mal die Richtung. Ah, wartet, ich hab die Idee jetzt. Ich hab. Ah, okay. Das heißt, im Unterboden wird er festgehalten. Okay. Jetzt habe ich das kapiert. Hoffentlich. Hier ist der nächste. Das heißt. Der nächste Stein müsste doch hier irgendwo in der Nähe sein. Der müsste doch hier irgendwo in der Nähe sein, wenn wir gerade im Unterboden waren. Also, ich gehe mal wieder ein Stückchen wieder zurück. Der muss doch hier irgendwo sein, dieser Stein. Teich. Wo ist der jetzt? Habe ich hier eben irgendwas übersehen gehabt? Na, hüpft da hoch? Habe ich hier nicht eben irgendwas übersehen? Das ist gerade wieder Rätsel suchen. Wo sind diese Steine? Kann nicht sein, dass er so weit weg ist. Oder doch? Nee. Bin wieder im Heiligtum, das kann nicht sein. Dann muss da irgendwo oben sein. Jetzt wieder zurücklaufen, weil ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es oben auf dem Baum, dass wir da den Herbst machen müssen. Das ist echt immer Sucherei. Und ich dachte, das wäre jetzt so einfach, dass die Steine hier auf dem Weg liegen. Aber so ist es doch irgendwie nicht. Okay, da ist nichts. So, wieder übers Wasser laufen. So, wo ist jetzt so ein Baum? Dum 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 dum. Schlammloch. So. Bringt das was?
Nee. Und ich dachte, das bringt was. Okay. So würde ich aber sagen, dass wir hier auf jeden Fall wieder einen Cut machen und in der nächsten Folge weitermachen. Wenn wir endlich schaffen, mal den zweiten Stein zu befreien. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.